Jetzt kommen wir zu einem anderen Beitrag vom Fastnachtsmuseum Schloss Langenstein, und zwar Möglichkeiten personalisierter Besucherinnenführung durch Elemente von KI und Machine Learning, also einem anderen Bereich, wo die Technologie voranschreitet. Bitte schön, Michael. Ja, lieber Georg Hohmann, du hast toll die Geschichte des Internets erklärt, hast erzählt, wie in den 90er Jahren die ersten Fotos im Internet auftauchten, der Text wurde ergänzt durch Fotos. Und ich kann mich noch persönlich an diese Zeit erinnern, da gab es einen riesigen Aufschrei in der Community und es hieß, bloß keine Fotos hochladen, das überlasse das Internet. Also da gab es richtige Initiativen gegen die Fotos und es zeigt, die technischen Entwicklungen waren teilweise auch sehr konservativ konnotiert. Und die eigentliche Entwicklung des Internets hat uns aber gezeigt, es ist wichtig, auch Visionen zu haben, vorausschauen zu können und neue Dinge auszuprobieren. Und das ist ja auch das, was wir hier versuchen. Sehr geehrte Damen und Herren, Algorithmen können dafür sorgen, dass komplexe Probleme von Rechenmaschinen gelöst werden. Mit den Ergebnissen sind wir Tag für Tag bewusst oder unbewusst konfrontiert. Algorithmen gehören heute zu unserem digitalen Alltag. Autonomes Fahren, Suchmaschinen, Sprach- und Texterkennung, medizinische Diagnosen, Aktienmarktanalysen, ja sogar die Erkennung von Kreditkartenbetrug sind nur einige Beispiele, wie Machine Learning und KI zu durchaus nützlichen Anwendungen führen können. Beim maschinellen Lernen kann die Logik sich im Laufe der Zeit anpassen, die Maschinen lernen quasi dazu und künstliche Intelligenz entsteht. Bei aller kritischen Betrachtung und vieler Probleme, etwa im Bereich des Datenschutzes, bietet KI aber auch vielen Menschen einen hohen Nutzwert. Algorithmen in Verbindung mit maschinellem Lernen bzw. künstlicher Intelligenz werden in den nächsten Jahren wohl immer größere Bereiche der menschlichen Arbeit übernehmen und die Gesellschaft der Zukunft dadurch signifikant verändern. In diesem Zusammenhang stellen sich auch Fragen für den Museumsbetrieb. Welche Perspektiven bietet die KI für Museen? Worin können Nutzen oder auch sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten liegen? Museum 4.0 beschäftigt sich auch mit diesen Fragen. Einige der Verbundpartner aus dem Projekt arbeiten momentan an Konzepten für einen sinnvollen Einsatz von KI in ihrem Museum. Wir dürfen gespannt sein, was sich da in nächster Zeit entwickelt. Viele andere Museen haben auch schon angefangen, mit der Technologie zu experimentieren. Mal mit praktischen Ansätzen, mal eher kurios, wie beispielsweise das Dali-Museum im amerikanischen St. Petersburg. Unter dem Motto Dali Lives fütterte man einen selbstlernenden KI-Algorithmus mit Hunderten von Interviews, Zitaten und Filmaufnahmen aus den Lebzeiten des Künstlers Salvador Dali. Daraus entwickelte die KI ein Abbild von Dalis Gesicht, das mit der Mimik eines Schauspielers zu einem virtuellen Gesicht des Malers verschmolzen wurde und zu den Zuschauern sprechen kann. Das Ergebnis ist so realistisch, dass es fast schon gespenstisch wirkt. KI wird jedoch nicht nur dazu verwendet, um tote Künstler wieder zum Leben zu erwecken. Gesichtserkennung kann auch andere Wege gehen. Biometrische Gesichtserkennung geht einher mit dem Sammeln und Auswerten von Daten. Diese Technologie, die sich in totalitären Systemen oft gegen die Menschen richtet, kann aber auch ganz anders eingesetzt werden. Im Bereich der Museen entstehen dadurch durchaus spannende Anwendungen, die solche Technologien nutzen. Im Rahmen des Projekts Museum 4.0 hat beispielsweise das Game Lab Berlin der Humboldt-Universität in Zusammenarbeit mit der Stiftung Humboldt Forum die Gesichtserkennung in eine Objekterkennung umgewandelt.
Mein Objekt ist ein Vorhaben, das maschinelles Lernen für die Erkennung von Objekten im Museum nutzt. Der Besucher richtet seine Smartphone-Kamera auf ein Objekt, das ihn interessiert oder mit dem er bereits interagiert hat. Das dahinterliegende neuronale Netz identifiziert dann das entsprechende Objekt und spielt die zugehörigen Inhalte und Dialoge aus. Es wurde vorher mit ca. 100 Fotos pro Objekt trainiert. Dabei wird eine Interaktionsform der Besucher genutzt, die viele ohnehin schon verwenden, nämlich die Handyfotografie. Ich kann leider nicht mehr Beispiele bringen, weil ich nur 15 Minuten Redezeit habe. Darum gehe ich jetzt eher auf unser eigenes Projekt ein. Das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein setzt seit 2017 im Rahmen des Projekts Museum 4.0 Algorithmen und künstliche Intelligenz ein. Ziel ist es, durch Personalisierung und Besucherinnenerkennung in Verbindung mit Interaktivität das Museumserlebnis zu steigern und eine optimale Wissensvermittlung zu präsentieren. Das Fasnachtsmuseum entwickelte einen Museumsparcours mit personalisiertem Guide-System. Es werden Besucherinnen unsichtbar und unabhängig von einem physischen Gerät durch die Ausstellung geleitet. Und die Besucher und Besucherinnen werden im Museum stets individuell erkannt und mittels Empfehlungen, Content und Chatbot-Dialogen entsprechend geführt. Möglich ist dies durch die intelligente Verbindung aus Sensoren, einer komplexen multidimensionalen Datenbank und vor allem durch Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Darüber hinaus ist das Ziel, ein System zu schaffen, das sich nicht nur auf die Realisierung einer Anwendung konzentriert, sondern als digitale Gesamtstrategie das Museum unterstützt und begleitet. Die Anwendung besteht aus einer Kombination von Machine Learning Algorithmen und einem komplexen Datenbanksystem, das wir Masterbrain nennen. Hier ist auch ein bisschen der Plattformgedanke von Herrn Hohmann wieder gespiegelt, denn dort werden unter anderem ein Chatbot, die Lichtsteuerung, die Ausstellungsinszenierungen, Daten zu Exponaten und immateriellen Inhalten, anonymisierte Daten zu Besuchsverläufen, individuelle Besucherprofile sowie aggregierte Besucherstrommessungen verarbeitet und ausgewertet. Der virtuelle Guide ist kein Museumsguide im herkömmlichen Sinne. Hierbei werden keine Devices oder Kopfhörer für die Ausstellung bereitgestellt. Die Informationsträger bleiben eher unsichtbar, denn der virtuelle Guide tritt über vernetzte, fest installierte Anwendungen und kreative digitale Inszenierungen wie interaktive Stationen, Augmented Reality-Anwendungen etc. mit den Rezipienten in Dialog. Im Fokus der Anwendung steht für das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein die Begleitung der Besucherinnen mittels einer unsichtbaren Intelligenz. Diese ist in ihrer Struktur aus verschiedenen Blickwinkeln netzförmig aufgebaut. Dazu gehört die Erfassung von Exponatdaten. Hier sieht man so einen Einblick in das Backend des Systems, wo Daten gesammelt werden, Fotos, Filme, die dann später wieder ausgegeben werden können. Also ein weiterer Grund zur Erfassung der Exponatdaten sind grundlegende Informationen zur Zeitgeschichte, aber auch Provenienzforschung und andere weiche Daten, einschließlich entsprechender Metainformationen. Ein dritter Blickwinkel sind Daten, die aus der Interaktion mit Geschichten, Spielen oder Medieninhalten gewonnen werden. Und ein vierter und ebenso zentraler Punkt ist die Messung von implizitem und explizitem Verhalten der Besucher. Mittelpunkt dieser Blickwinkel ist ein System, das verschiedene Aspekte der künstlichen Intelligenz vereint, unsichtbar im Hintergrund diese Blickwinkel mischt
und so ein individuelles Besuchererlebnis kreiert. Das System lernt aus seinen Daten und seinen Erfahrungen und passt sich selbst und somit daraus generierte Besuchserlebnis stets an. Die Umsetzung dieses Guides erfordert eine spezielle Ausstellungskonzeption. Es entsteht ein interaktiver Parcours, der 10 Stationen umfasst. Jeder dieser Themenräume ist inhaltlich und bezüglich der Interaktionsformen individuell angelegt. Ein Teil der Räume fördert die physische Interaktion mit dem System, ein anderer Teil die intellektuelle Interaktion. Auch Mischformen sind hier möglich. Digitale Inszenierungen sollen dabei helfen, die Vermittlungsarbeit ideenreich und sinnlich und lustvoll zu unterstützen. Es werden unter anderem Themen wie Geschichte, Identität, Kostüme, Masken, Musik und Bräuche vorgestellt, mit dem Ziel, den Besuchern am Ende der Ausstellung einen komplexen Eindruck der materiellen und immateriellen Aspekte der Fasnachtsbräuche vermitteln zu haben. Vor Betreten der Ausstellung wählen die Besucherinnen einen Avatar in Form einer sensorenbestückten Maske. Es gibt unterschiedliche Masken, 8 Typen, und jeder kann sich selber aussuchen, was ihm da gefällt. Hier sieht man, wie man dann erkannt wird, also die Maske wird dann eingeordnet, wird erkannt und der Besucher wird von da an als diese Figur bezeichnet. An einer Initialisierungsstation werden dann die Besucher gebeten, spielerisch einige wenige Informationen über die eigene Person anzugeben. Dies findet anonym statt. Sämtliche Antworten werden nicht personenbezogen geführt, sondern lediglich dem gewählten Avatar zugeordnet. Über diesen werden die Besucher während der gesamten Ausstellung im Museum identifiziert. Im Hintergrund werden die expliziten Eingaben, die in Dialogsituationen mit den entsprechenden Stationen getätigt wurden, mit impliziten Verhaltensmustern der Besucher in Verbindung gebracht. Eingaben über Nutzerverhalten werden über Sensoren in den Avataren und über die Eingabegeräte an den Stationen übermittelt. Ich möchte nun noch einige Module kurz vorstellen, die mit dem System interagieren. Ich muss auch dazu sagen, dieses Master Brain ist modulhaft aufgebaut, das heißt, das kann jederzeit erweitert werden in verschiedene Richtungen, also ob es für die Inszenierung oder interne Arbeiten ist. Das System kann an die Bedürfnisse des Museums angepasst werden. Ja. Hier einfach einige Beispiele. In einem Raum mit Masken können auf einem Touchtable individuelle und personalisierte Informationen zusammengestellt werden oder Vergleiche zwischen unterschiedlichen Kulturen gezogen werden. Hier sieht man, wie die Maske automatisch erkannt wird und die Personalisierung auch hier fortgesetzt wird. Man erfährt über die Maske, die man vorher ausgewählt hat, Informationen, Eindrücke. Und man kann dann vom Masken-Touch-Table andere Masken mit einer Wischfunktion rüberziehen, einloggen und kann dann mehrere Masken miteinander vergleichen. Eine weitere digitale Inszenierung ist die Augmented Reality-Anwendung Masken der Welt. Die animierte Holographie eines Globus gibt den Besucherinnen die Möglichkeit, rund um den Erdball Masken, Riten und Bräuche zu entdecken. Die Interessenschwerpunkte, die hier von den Besucherinnen preisgegeben werden, können im weiteren Verlauf der Ausstellung aufgegriffen und in die Interaktion eingebunden werden. In Wandregalen werden ca. 300 Fasnachtsfiguren lebensgroß präsentiert, die über Tablet-PCs interaktiv angesteuert werden können und viele multimediale Informationen preisgeben. Am Ende der Ausstellung
werden die Besucherinnen noch einmal spielerisch über ihr erlerntes Wissen abgefragt. Leider können wir hier keine Filme aus technischen Gründen zeigen. Sonst könnte man jetzt auch den Sound und die Animation ganz schön sehen. Ja, und am Ende der Ausstellung loggen sich die Besucher aus. Es kommt zu einem Resümee des Erlebten und sie können die Maske dann wieder abgeben. Abschließend möchte ich bemerken, dass die Identifikation der Besucherinnen aus Datenschutzgründen kritisch zu betrachten ist. Allgemein sollten bei der Anwendung von derartigen Algorithmen stets auch ethische Gesichtspunkte bzw. die Wahrung von Persönlichkeitsrechten, den Vorteilen eines verbesserten Besuchererlebnisses und des Erkenntnisgewinns durch das Museum abwägend gegenübergestellt werden. Dass dies möglich ist, wollte ich am Beispiel des Einsatzes unserer Maskenavatare demonstrieren. Künstliche Intelligenz, Personalisierung, das sind Megatrends auf allen Gebieten und die werden sicherlich auch in naher Zukunft in vielen Museen Einzug halten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.